Hecker Wien Stadion, der SV Rödinghausen gegen die SG Wattenscheid 09, die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Der SVR in Schwarz im Angriff mit Tünte, dann ein Foul, also Freistoß. Die Mannschaft von Trainer Ermisch, zuletzt ja nicht mehr mit der Leichtigkeit der ersten Saisonwochen. Der Freistoß von Diallo, verlängert von Kalkan. Und es vergibt Veselinovic gegenüber Wattenscheid mit Glowatz, dann Kadjinoglu. Doch auf dem Posten Rödinghausens Torwart Jan Schönwälder. Bei Halbzeit also noch keine Tore, zweiter Durchgang, das Ganze vor gut 1000 Zuschauern. Zunächst der Einwurf von Sieg, dann Langer, jetzt die Flanke von Müller zu Lehnemann und dann nochmal Langer an den Pfosten. Die Nachschussgelegenheit für Smarzoch, der hat die Führung auf dem Fuß, mehr aber auch nicht. Dann Diallo, nochmal Langer, Kopfball Langemann, doch auch der scheitert am Torwart und zwar an Wattenscheids Keeper Sanjakta. Die Schlussphase, die Gäste nochmal mit Kaya, aber erneut Schönwälder. Beide Mannschaften also mit mehreren Chancen zum Sieg. 2 Minuten vor dem Abpfiff nochmal Kaya. Ein Foul von Jakubiak, die letzte Chance der Partie. Freistoß, ein Fall für Manuel Glowatz. Der schießt mit gewohnter Präzision, aber es hält Schönwälder. Rödinghausen, Wattenscheid 0:0.